So, hallo. Jetzt geht es um Gleichungen und ich versuche euch das mal mit einer Waage zu erklären, wie man sich das Ganze vorstellen muss und was das mit x zu tun hat und wie man solche Gleichungen dann lösen kann. Okay, also, das heißt, wir haben eine Waage und beide Seiten sollen gleich schwer sein. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der Seite haben wir zwei Streichholzschachteln und fünf Streichhölzer gelegt und auf dieser Seite haben wir 11 Streichhölzer gelegt. Das heißt, wir können eine Gleichung aufstellen. Das ist ja gleich schwer. Jede Seite ist gleich schwer. Auf der rechten Seite haben wir also 11 Streichhölzer und auf der linken Seite haben wir also zwei Schachteln plus fünf Streichhölzer. Das Ganze kann man jetzt in eine Gleichung umwandeln, sodass man sagt, die Streichholzpackung, die nennen wir einfach x. Da wissen wir ja nicht, wie viele Streichhölzer da drin sind, aber das wollen wir rauskriegen. Plus 5 ist gleich 11. Und jetzt können wir das rausbekommen, indem wir Rechenoperationen, Äquivalenzumformungen durchführen. Und die zeigt man immer an, indem man hier hinten einen Operationsstrich macht. Und dann überlegt man sich jetzt, was will man wegnehmen von der Waage und was bleibt übrig? Unser Ziel ist es nachher, eine Streichholzschachtel nur noch übrig zu behalten. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier fünf Streichhölzer weg. Dann würden wir diese hier entsprechend wegnehmen und auf der Seite auch fünf Streichhölzer dann wegnehmen. Also minus 5. Dann bedeutet das für unsere Waage, hier nehmen wir 5 Streichhölzer weg. Und hier nehmen wir auch 5 Streichhölzer weg. Jetzt bleibt also übrig von unserer Gleichung das 2x. Die 5 Streichhölzer sind ja weg. Wir haben nur noch die zwei Schachteln auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt nur noch 6 Streichhölzer. Das heißt, wir dürfen 11 minus 5 rechnen. Jetzt wollen wir wissen, wie viele Streichhölzer in einer Schachtel sind. Also ist es noch ganz geschickt, durch 2 zu teilen. Das heißt, wir halbieren die Schachteln auf der Seite, sodass nur noch eine Schachtel übrig bleibt. Und hier halbieren wir die Streichholzanzahl. Das heißt, hier sind im Moment 6. Dann nehmen wir 3 weg. Und dann bleiben noch 3 da. Das heißt, für unsere Gleichung steht da jetzt, dass x allein ist gleich 3. Und damit haben wir jetzt angezeigt, dass wir fertig sind und haben hier diese Äquivalenzumformung durchgeführt. Die Gleichung, wir haben also nichts gemacht, was die Waage beeinträchtigt, was das Gleichheitszeichen beeinträchtigt, sondern wir haben immer auf beiden Seiten jeweils die Operationen durchgeführt und bekommen eine Lösung, x ist gleich 3. Dazu gibt man noch eine Lösungsmenge an und dann kann man auch eine Probe durchführen. Das heißt, man kann jetzt rechnen. 2 mal 3 plus 5 ist gleich 11 und kann schauen, ob das stimmt. Denn wir setzen jetzt für das x einfach nur die 3 ein. Und dann sehen wir, 2 mal 3 sind 6 plus 5 sind 11. 11 gleich 11. Probe erledigt, unsere Lösung stimmt. Und anhand der Waage kann man es eben sehr schön nachvollziehen. Okay, ich habe noch ein zweites Beispiel für euch. Dieses Mal sind auf beiden Seiten der Waage Streichholzschachteln und auf beiden Seiten der Waage Streichhölzer. Das heißt, wir können uns jetzt eine Gleichung aufstellen. Zwei Streichholzschachteln plus fünf einzelne Streichhölzer. Dafür können wir jetzt schreiben 2 mal x plus 5 ist gleich 3 mal x plus 1. Okay, wir müssen es wieder so alles entsprechend umformen, dass wir
eine Streichholzschachtel auf einer Seite alleine haben. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel hier erstmal das eine Streichholz wegnehmen. Oder man kann erst die zwei Streichholzschachteln wegnehmen. Das ist völlig egal. Ich entscheide mich jetzt einfach mal, dass wir erst das eine Streichholz wegnehmen. Also minus ein Streichholz auf der Seite. Dann nehmen wir das hier weg. Ups, ein bisschen viel. Immer noch ein bisschen viel. So, ein großes Radierstück. Na gut, so. Malen wir das nochmal wieder mit hin. Das heißt, wir haben auf der Seite schon mal einen weggenommen. Und auf der anderen Seite nehmen wir auch einen weg. Dann sind von den fünf nur noch vier Streichhölzer da. Weil wir einen einzigen wegnehmen. Gut, und hier ist noch entsprechend die Schachtel da. Also können wir jetzt notieren nach unserer Äquivalenzumformung. Erstmal machen wir hier unsere Äquivalenzumformung, die zeigen wir an, dass wir die machen. Und dann können wir notieren, es sind auf der Seite zwei Streichholzschachteln und vier Streichhölzer da, weil wir ja einen auf beiden Seiten weggenommen haben. Auf der anderen Seite sind nur noch drei Streichholzschachteln da, weil wir ja einen weggenommen haben. Okay, jetzt ist ja unser Ziel, dass wir eine Streichholzschachtel auf einer Seite alleine haben. Es ist übrigens egal, auf welcher Seite die nachher ist. Das heißt, wir könnten jetzt minus zwei Streichholzschachteln nehmen auf beiden Seiten und könnten zwei Streichholzschachteln wegnehmen. Das heißt, wir nehmen hier die beiden weg. Und hier nehmen wir auch zwei Streichholzschachteln komplett weg. Also was bleibt auf unserer Waage stehen? Hier ist nur noch eine Streichholzschachtel. Und hier sehen wir, dass entsprechend nur noch vier Streichhölzer da sind. Also was haben wir gerechnet? Wir haben minus 2x auf beiden Seiten gemacht. Dann bleibt auf der linken Seite gar kein x mehr. Und auf der rechten Seite haben wir 3x minus 2x gerechnet. Und das ist ja genau 1x. Und dann sieht man, wir sind fertig. Unsere Lösungsmenge ist 4. Und wir können wieder die Probe machen. Das heißt, wir können diese 4 setzen wir jetzt hier für das x und für das x ein und schauen, ob wirklich 4 Streichhölzer in so einer Streichholzschachtel gewesen sind. Okay, das heißt also 2 mal 4 plus 5 ist gleich 3 mal 4 plus 1. Und dann sieht man ja, das sind 13, ist gleich 13. Und dann haben wir die Probe erledigt. Okay, also Gleichungen sind einfach, kann man sich als Waage vorstellen. Hier haben wir noch eine Äquivalenzumformung. Kann man sich als Waage vorstellen, auf der wir einfach auf beiden Seiten der Gleichung eine Operation durchführen, also eine minus 5 oder geteilt durch 2, eine Rechenoperation, sodass das Gleichgewicht der Waage niemals beschädigt wird und die beiden Waagschalen genau austariert sind. Ja, diese Rechnung zeigen wir an mit unseren Operationsstrichen mit minus 5 geteilt durch 2, schreiben dann die Äquivalenzpfeile entsprechend dazu, dass wir die Gleichungen äquivalent ineinander umgeformt haben. Und dann bekommen wir eine Lösung für x raus. Das heißt, unser Ziel ist immer, x freizustellen. Und dann können wir die Lösungsmenge angeben und noch die Probe rechnen. Ja, das sind Gleichungen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und es ist euch klar geworden, was man bei den Gleichungen eigentlich so macht. Dann wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin und viel Spaß.